Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge McAllister und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei schönem spätsommerlichem Wetter werden wir heute eine wunderbare Sache aus dem Dutch Oven zaubern. Es wird einen Mutzbratentopf geben und was das ist, wie der funktioniert, das seht ihr alles jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Hier seht ihr dann unser kleines, feines Zutatenbrett, was wir alles für unseren Mutzbratentopf brauchen. Wir haben ja einmal Schweinenacken in schöne große Stücke geschnitten. Wir brauchen ein bisschen Bier, wir haben Salz, wir brauchen einen Bratensaft bzw. eine Jus. Die ist jetzt einfach nur von Maggi, kann man gerne so sagen, einfach Bratensaft in Wasser aufgelöst. Könnt ihr euch frisch kochen oder ganz einfach so verwenden, wie es hier ist. Dann brauchen wir ein paar Zwiebeln. Wir haben klassisch für Mutzbraten Majoran. Wir haben ein bisschen Wurzelgemüse und kleine Mini-Knödel. Und nach einer gefühlten Ewigkeit haben wir es dann tatsächlich geschafft. Die Webseite ist wieder online und für euch gibt es das Rezept wie die genauen Mengenangaben unten in der Videobeschreibung. Und dann hätte ich gesagt, starten wir durch. Und das ist auch der einzige Vorbereitungsschritt, den wir jetzt hier heute am Video machen werden. Alles andere ist ja schon vorbereitet. Auf jeden Fall der klassische Mutzbraten. Ihr kennt es ja. Das Fleisch wird einmariniert auf Basis von Majoran, Salz und ein bisschen Pfeffer. Mutzbraten heißt ja so viel, hat eine Abstammung von Tier ohne Schwanz. In dem Fall ist es das Schwein. Ne? Und Mutzbraten kommt klassischerweise aus der ostdeutschen Gegend. Aber ich möchte das Ganze halt einfach mal als Eintopf-Variante eben starten. Und wie gesagt, wir fangen jetzt an, dass wir uns unser Fleisch hier erst einmal einmarinieren werden. Und wir geben das einfach mal in eine Schüssel hinein. Und hier könnt ihr euch das Fleisch anschauen. Also prinzipiell würde man jetzt sagen, das ist so Ragout-Gulaschgröße, wie ich das Fleisch hier geschnitten habe. Tatsächlich ist es ein bisschen größer, also lassen wir es gute 3 cm dick sein, die Fleischscheiben. Könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Gerne auch größer, gerne auch ein bisschen kompakter, je nachdem, wie ihr es mögt. Und wir werden jetzt hier erst einmal ein bisschen Salz mit dazugeben, um einfach schon mal so eine Grundwürze zu haben. Und dann wird das Ganze hier mit Majoran gewürzt. Da darf eine reichliche Menge dazu, denn das ganze Fleisch soll mehr oder minder mit Majoran bedeckt sein. Dann werden wir das alles jetzt hier erst einmal schön vermengen, da schon mal das Gröbste, das meiste vom Majoran am Fleisch dran klebt. Und ihr könnt es auch schon wieder sehen, die Wespen haben auch schon wieder richtig Hunger. Da wir das Ganze dann im Grill etwas angrillen werden, werde ich jetzt hier noch ein bisschen Öl mit dazugeben. Muss gar nicht viel sein und auch das werden wir jetzt hier dezent mit einkneten. Es heißt ja immer erst vorher würzen und dann das Öl dazugeben. Und wenn ihr hier merkt, dass ihr so Stellen habt, wo noch nicht reichlich Majoran dran ist, einfach nochmal ein bisschen was dazugeben. Majoran ist ja doch relativ erschwinglich, also da muss man jetzt nicht das Sparen anfangen. Und das soll es dann auch gewesen sein mit Einmarinieren. Das Fleisch werde ich jetzt einfach für gute 20 Minuten im Kühlschrank ein bisschen durchziehen lassen. Und in der Zeit werde ich den Gasgrill dann schon mal vorheizen. Und der Grill ist dann auf Temperatur. Ihr braucht jetzt hier gar nicht Vollbums, sondern einfach nur leichte Temperatur, dass wir das Ganze hier schön dezent angrillen können. Denn ich möchte nicht, dass uns unser Majoran verbrennt. Und genau das ist auch der Grund, worauf ich hinaus möchte, warum ich das Ganze nicht gleich im Dutch Oven anbraten werde. Denn bei direkter, krasser Hitze wird uns der Majoran höchstwahrscheinlich verbrennen. Und deswegen ist es der Grund, warum ich sage, ich mache das jetzt erstmal auf dem Grill. Ja, und dann werde ich das ganze Fleisch hier einmal auflegen. Und ich hätte gesagt, das sieht schon mal hervorragend aus. Und dann lassen wir das Fleisch jetzt einfach rundherum schön angrillen, dass da einfach ein bisschen Farbe rankommt. Und so sieht unser Fleisch nach guten 10 Minuten aus. Also ihr könnt sehen, da bildet sich langsam Farbe und das Ganze ist nicht verbrannt. Ihr müsst einfach nur schauen, dass ihr das wirklich regelmäßig wendet. Und dann klappt es hier wirklich super. Ja, ich gebe dem Ganzen jetzt nochmal gute 5 bis 10 Minuten, dass da ein bisschen mehr Farbe rankommt. Ich schlicht auch einfach immer wieder ein bisschen um. Schaue, dass ich wirklich von allen Seiten, von oben, von unten, von links, von rechts, das Fleisch ein bisschen anbraten kann. Ja, und so macht ihr das auch. Und dann sehen wir uns nachher wieder, wenn das Fleisch für mein Empfinden fertig ist. Und wieder sind ein paar Minuten vergangen und ich hätte gesagt, unser Fleisch ist jetzt hier fertig soweit. Und das werden wir jetzt einfach mal runternehmen und wieder in unsere Marinierschüssel zurückgeben.
Und ich glaube, die könnten wir jetzt auch so als kleine Steakhäppchen essen. Aber wir verarbeiten die ja weiter zu einem Topf. Und ja, ihr seht euch selber hier mal den Grill an. Den werde ich jetzt erstmal kurz hier abziehen und sauber machen. Und dann werden wir hier das Rost rausnehmen und stellen den Dutch Ofen rein und lassen den kurz aufheizen. Gesagt, getan, unser Dutch Oven Setup steht. Das ist der 6er Dutch Oven von Barbecue Toro. Ihr könnt auch den 4er halber bzw. DO 45 verwenden, die kleinere Variante. Aber ich finde es immer schön, wenn das ganze GBS-System hier ausgefüllt ist. Deswegen nehme ich da heute den 6er, auch wenn es für die Zutaten wahrscheinlich ein bisschen zu wenig ist, um den komplett füllen zu können. Ja, und dann habe ich jetzt ein bisschen Öl hier reingegeben und das Öl lassen wir nochmal kurz aufheizen. Und dann geben wir unser Gemüse dazu und lassen das Gemüse hier drin mal kurz bis sie anschmurgeln. Das Gemüse hat ein, zwei Minütchen vor sich dahin geschmurgelt und wir geben jetzt unsere Zwiebeln mit dazu. Und auch die Zwiebeln lassen wir hier drin erstmal glasig mit anschmurgeln. Und schaut mal her, wenn man das jetzt hier so durchmengt, man sieht, das hat schon ganz leichte Röstaromen bekommen, das Gemüse. Das ist hervorragend. Dann schnappt euch irgendwas zum Ablöschen. In meinem Fall ist es Schwarzbier, weil einfach das Süßliche hier perfekt dazu passt. Ihr könnt auch ein bisschen Wein nehmen, was ihr wollt. Oder lasst den Alkohol komplett weg. Plopp. Und dann werden wir hier mit einem guten halben Liter, also einer ganzen Flasche hier, einmal aufgießen. Dann habe ich hier noch meinen Bratensaft. Ich habe ja gesagt, den könnt ihr verwenden, wie ihr wollt. Am einfachsten ist es, sich einfach von Maggi, Knorr so einen Bratensaft zu holen. Das Ganze kurz anrühren mit heißem Wasser. Ja, und dann werden wir unser angebratenes Fleisch hier wieder dazugeben. Ist jetzt am Anfang noch ein bisschen viel Flüssigkeit, aber da wird nur einiges wegreduzieren im Laufe der Zeit. Denn wir müssen das Ganze jetzt einfach nur dahin schmoren lassen. Als letzte Zutat hätten wir noch unsere Mini-Knödel, aber die geben wir jetzt noch nicht dazu, sondern erst gute 20 Minuten, bevor wir essen. Und dann hätte ich gesagt, geben wir jetzt da den Deckel drauf und lassen unser Töpfchen hier bei ganz niedriger Hitze für gute halbe bis dreiviertel Stunde einfach mal vor sich dahin schmoren. Ja, Freunde, und da sind wir wieder und es sind jetzt gute 30 Minuten vergangen und wir schauen jetzt mal ins Töpfchen hinein. Und hier kommt ein sensationeller Duft heraus, Freunde, das kann ich euch sagen. Das Ganze schaut schon mal richtig, richtig geil und lecker aus. Und wir werden jetzt noch unsere finale Zutat hier dazugeben, nämlich unsere Mini-Knödel. Und die knallen wir einfach wahllos mit dazu. Verteilen die ein bisschen und schauen, dass die alle weitestgehend mit Flüssigkeit bedeckt sind. Dann geben wir den Deckel hier wieder einmal drauf und wir nehmen jetzt das Größte von der Hitze weg, dass da wirklich nur noch ganz, ganz wenig Hitze drauf ist. Lassen das alles nochmal für 10 Minuten schön vor sich dahin köcheln, dass die Knödel durchziehen können. Ja, und dann ist auch schon Essenszeit. So, Freunde, und dann haben wir es final geschafft. Hier seht ihr unseren fertigen Topf und das sieht einfach nur hervorragend aus. Also ihr kennt es ja, wenn der berühmte Zahn tropft und genau das ist jetzt hier der Fall. Ich werde mir jetzt einfach was in den Teller auftun und dann werden wir das Ganze probieren. Und hier könnt ihr sehen, wie das aussieht. Also wirklich fantastisch, mega, mega geil. Boah, hervorragend. Und dann kommt unser klassisches Probierele, Freunde. Ich mache es gar nicht spannender, als es sein muss. Wir schnappen uns hier einmal so ein Stück Knödel. Und einmal unser Mutzbratenfleisch und dann guten Appetit. Absolut mega, Freunde. Richtig, richtig klasse. Mega weiches Fleisch. Ihr seht, ihr könnt es hier einfach mit dem Löffel zerdrücken. Also da braucht es nicht viel Kraft dazu und mega geschmacklich, eine absolute Wucht. Der schöne leicht herbe von unserem Biertouch, den wir damit reingegeben haben. Und dann einfach so, wie man Mutzbraten kennt, die krasse, geile Majoran-Note, frisches Gemüse mit dabei. Einfach nur brutal geil, Freunde. Wenn ihr auf solche Bratengeschichten steht,
müsst ihr das unbedingt einmal ausprobieren. Also ich bin wirklich schwer beeindruckt und wirklich sprachlos. Schmeckt absolut fantastisch und mehr ist hier zu diesem Gericht dann auch nicht zu sagen. Probiert es aus, Freunde. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Und ja, mit diesen Worten komme ich dann auch zum Schluss, denn ich möchte jetzt schnell essen, solange es noch warm ist. Ihr seht es auch im Hintergrund, wo früher noch Sonne war, wird es jetzt bald das Regnen anfangen. Auf jeden Fall hat euch das Video gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, freundlicher Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten vom Kanal sein, hier oben könnt ihr einfach drücken und dann seid ihr mit dabei. Ich sage danke fürs freundliche Zusehen. Wir sehen uns wieder, euer McAllister. Macht's gut. Ciao, ciao.